Vor einigen Wochen versuchte sich Markus Söder an Kritik an Eliten. Bleibt er dabei, könnte er die politische Kultur Deutschlands radikal verändern. Was genau will Markus Söder als bayerischer Ministerpräsident anders machen als Horst Seehofer? Auch nach dem CSU-Parteitag in Nürnberg weiß das niemand so genau. Unterstützer von Söder erzählen, die neue Doppelspitze mit ihm in der Münchner Staatskanzlei sei gut für das Land. Warum? Es sei eben Zeit, aber das heißt nicht, dass alles so bleibt, wie es ist. Vor einigen Wochen nämlich sagte Söder in einem Interview einen Satz, der ziemlich unterging, der aber die Ausrichtung der CSU und sogar die politische Kultur in Deutschland verändern könnte. Mehr zum Thema Entscheidungen auf dem CSU-Parteitag. Machtwechsel im Paradies. Merkel Rede auf dem CSU-Parteitag. Söder gibt den harten Knochen. Die Jamaika-Sondierungen liefen gerade, da äußerte Markus Söder in den ARD-Tagesthemen, dieses Jamaika-Projekt darf nicht am Ende ein Projekt von wenigen Eliten werden, sondern muss sich auch um die normalen Bürger kümmern und deren Sorgen. In einer Talkshow sagte er, wir brauchen nicht ein Projekt für Eliten, sondern für normale Menschen. Söder erklärte nie, was er meinte. Große Reaktionen rief seine Aussage nicht hervor und Söder entschied offenbar, dass er mit dieser Botschaft aktuell nicht viel Erfolg haben würde. News-Videos: Kanadisches Milliardärsehepaar starb durch Strangulation. Tausende fordern Poroschenko zum Rücktritt. Auf Stromausfall legt Flughafen von Atlanta Lärmfeuer. Zwangsevakuierungen in Kalifornien. Mehrere Tote bei Anschlag auf Kirche. ISS. Weihnachtliche Verstärkung im All. FDP fällt auf tiefsten Wert seit der Bundestagswahl. Massenprotest gegen Trumps Jerusalem-Entscheidung. Schlammlawine tötet mehrere Menschen in Chile. Prozess gegen BVB-Attentäter beginnt. Mehr als die Hälfte der Briten ist gegen den Brexit. CSU richtet sich mit Doppelspitze neu aus. Bei der CSU wird neue Ära eingeleitet. Schuster kritisiert antisemitische Tendenzen in Moscheen. Kühe in Emstetten in Seenot. Tinitzle T7891-0828, was er damit genau sagen wollte, wen genau er mit Elite meinte und wen mit normalen Bürgern, erklärte er nicht. Mehrere Anfragen blieben unbeantwortet. Aber die Vermutung ist naheliegend, Söder hat mit dem Gegensatz Eliten und normale Menschen experimentiert, weil er ihm nützen könnte. Einem Gegensatz, der im reinsten Sinne populistisch ist. Populismus ist klar definiert. Oft genug wird der Ausdruck Populismus als Kampfbegriff gebraucht. Populistisch wird dann genannt, was man dem Gegner